Ist ein Obstgarten. Eichenbretter brauchen wir dafür. 16 Stück. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Grauen Eschen. Verdammt. Eichenstimme besorgen und noch einen Obstgarten machen. Das Holz, ich komme da mal. Vielleicht kriegen wir hier direkt. Das wäre natürlich Luxus. Direkt Eichenstämme. Ahornstamm. Ahornstamm. Eichenstamm. Gibt's auch hier. Okay, Seide werden wir wahrscheinlich jetzt nicht so bald schaffen, aber wir können, wenn wir Maulbeeren angepflanzt haben, können wir es langsam anstreben. Vielleicht tun wir auch hier schon was. Auf. Ja, vielleicht nicht nur einen Stamm. Müssen wir noch weiter fahren. Erstmal zum Drachen. Nein, Ahornstamm natürlich. Was sonst? Kelchstirnstrahlen als Gitter. Kupfer. Danach hier runter zu der Insel. Dem großen Schiff finden wir fast die Manchmal brüllt meine Mama mich an. Ich weiß nicht warum. So fühle ich mich gerade schlecht. Es tut mir leid. Manchmal finden wir auf dem großen Schiff nicht mehr die Passagiere. Ich hoffe, wir finden dann in einem anderen Gebiet auch noch einen Goldstrapper.
müssen wir jetzt zumindest die Glasplatte fertig kriegen. So, Eicher. Stella, ich habe mein Theaterstück nachgedacht, darüber, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Es ist schon in Ordnung. Mama sagt immer, dass jeder ein Recht auf sein eigenes Meinung hat. Ich bin jetzt nicht mehr wütend oder traurig deswegen. Manche Dinge im Leben kann man nun mal nicht kontrollieren, oder? Wie zum Beispiel diesen Hund. Ich glaube nicht, dass ich noch länger hier sein kann. Wir sollten zu immer fortgehen. Wirst du mich begleiten? Ich glaube, ich habe Angst. Ich mag neue Orte nicht so sehr. Aber wenn du mitkommst, wird es sicher in Ordnung sein. Oh Mann. Die kleinste Immerpforte. Das wird mir nicht leicht fallen. Jetzt muss ich Kuh melden. Ein Veganer wird weggucken. Wir haben auch Fleisch schon zubereitet. So ist es nicht. Eichenwörter brauchen wir noch für Obstgarten. Warum das angehen? Geschenk für mich, aha. Sag mal. Das habe ich für dich gezeichnet. Zeichnung von Anders. Noch einer. Darüber ziehe ich jetzt mal die Eiche ab. Haben schon 16 Eichenstämme, das wird doch wohl viel Bretter reichen. Für ein paar Bretter. Für Obstkarten. Bretter, die Welt bedeuten. Naja, hier nicht, aber. Die bedeuten sie nur in Obstkarten. Aber naja. Ich will gar nicht zurück mal vorziehen. Die Kleinen mich gleich loswerden. So Segen wird mal. Machen wir erstmal 5.
ist denn die Zimmerfurt? Ach. Sind wir wieder zu zweit an Bord. Sie muss alles dafür tun, dass die mal die Seide herstellen kann. Ein neues Mitglied im Boot wurde. Da müssen wir mal gucken, dass wir mal auf das neue Gebiet kommen. Dass wir noch mehr neue Leute kennenlernen. Geht jetzt nochmal den Händler. Obstgarten. Wo stellen wir den jetzt hin? Ein bisschen würde ich ihn hier hinstellen. Machen wir den mal ganz nach oben. Sag's nicht weiter. Das hatte ich doppelt. Den brauchen wir wahrscheinlich noch. Eschenstämme brauchen wir selber. Rosar, Erz, Kometenstern. Zurückverkaufen die hier mit Düsten. Hm. 94.000, ja, müssen wir mal eine Weile sammeln. Oh, ich hab hier gleich was Neues. Steht ja sehr gut hinter ihm. So, dann müssen wir wohl mal. Auf geht's. Was ist los? Na, du bist los. Oh Mann. Das ist super. Will dich nicht zur Immerfurt bringen. Wie ein kleines Kind.
So, dann ab ins Bett. Dann geht's weiter zum Zimmerfoto. Maulbeersamen. Sollen wir anpflanzen? Das können wir noch anpflanzen. Oliven, das wäre mal wichtig. Immer wieder cool, wie die Katze mitsingt. Und der Sound natürlich auch großartig. Jetzt gewittert es auch noch. Ja. Wir sind angekommen, höre ich schon. Und wir sind die Bäume jetzt angewachsen lassen. Noch nicht. Pflanzt den schönen Maulbeerbaum. Können wir schon gehen? Deine Entscheidung. Was, wenn ich Nein sage? Es zögert es nur hinaus. Danke. Das verhindert sie auf keinen Fall. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich mochte es, wenn wir nur zu zweit waren. Als wir Experimente durchgeführt und Staub Schatten gejagt haben. Vergiss nicht, das hin und wieder zu tun. Wenn nicht dabei sein, aber du wirst dich ja trotzdem Spaß haben. Auch der war großartig. Noch eine kleine Henkersmahlzeit. Ein bisschen Pommes für dich. So muss das. Isst du mal deine Pommes. Wie schön hängt das mal zu jetzt deine Lieblingsspeise. Leute können fies sein. Richtig fies.
Warum müssen sie so sein? Meine Mama ist manchmal fies. Genau wie deine Freunde nach meiner Vorführung. Und es macht mich traurig, wenn Leute fies sind. Und manchmal weine ich, wenn ich traurig bin. Aber dann erinnere ich mich wieder. Ich erinnere mich daran, was mein Papa immer gesagt hat. Stanley, die Leute sind nicht wirklich fies. Manchmal gehen ihre Absichten einfach nur in die falsche Richtung. Ich hasse deine Freunde nicht. Sie sind keine schlechten Leute. Das hätte mein Papa gesagt. Sie tun nur manchmal schlechte Dinge. Ich wollte Mama nie enttäuschen oder etwas tun, damit die Leute mich nicht mögen. Ich möchte keine schlechten Dinge tun, aber manchmal tue ich sie trotzdem. Und ich bereue es immer. Ich glaube nicht, dass ich deshalb schlecht bin. Glaubst du, dass meine Mama enttäuscht von mir sein wird? Auf keinen Fall. Weil ich gehen musste, ich habe es ja versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich glaube, dass ich es geschafft habe. Ich gewinne gerne. Aber diesmal konnte ich es nicht. Ich denke, es ist okay. Manchmal ist es okay, wenn man verliert. Was heißt hier verlieren? Das glaube ich wirklich. Versuche wirklich tapfer zu sein. Aber ich habe wirklich Angst. Ich wünschte, ich wäre ein Superheld und hätte nie Angst. Ich hatte so sehr gehofft, dass das alles ein Albtraum ist. Wenn es ein Albtraum ist, warum kann ich dann nicht aufwachen? Ich habe es versucht. Die ganze Zeit. Ich wollte aufwachen. Ich habe immer mit mir selbst geredet. Stanley möchte aufwachen. Aber es hat nie funktioniert. Ich bin nie aufgewacht. Alles hat sich so echt angefühlt. Und es hat mich traurig gemacht. So traurig, dass ich an nichts anderes denken konnte. Es an Traurigkeit. Du wirst dich um Jacob kümmern, oder? Jacob ist ein guter Käfer. Und war mein Freund. Ist genauso wie in einem Theaterstück. Und diesmal bin ich der Hauptdarsteller. Ich will eine gute Vorstellung liefern, versprochen. Drüben erwarten dich großartige Leute, die wir schon rübergebracht haben. Atul erwartet dich drüber, der wird ein großer Onkel, großartiger Onkel für dich sein. Und Summer, eine großartige Tante. Und Gwen. Summer habe ich schon gesagt. Mir ist kalt. Wenn doch nur Mama hier wäre. Und Papa. Aber du bist ja hier, Riesenhund. Ich mag dich wirklich. Ich hoffe, es fühlt sich so an, wie wenn man einschläft. Oh, diese Umarmung. Schon so früh gehen muss. Der ist doch noch ein Kind. Ja, leider gehört das auch mit zum Leben dazu. Das ist das Traurigste, aber die traurigsten Tode, aber es ist auch Kinder sterben. Okay, so das Pilzsternbild sein. Ein letzter Auszug. Der Pilz ist die Seelenblume. Jetzt kommst du hier auch noch. Komm. Das macht keinen Scheiß. Hör zu, ich will dir ein Geheimnis verraten. Wenn du nicht plapperst, passiert dir auch nichts. Wusstest du, dass Knoblauch über geheime Kräfte verfügt? Ja, ich weiß schon. Klingt wie weit hergeholt, aber das stimmt. Meine Mutter hat jeden Tag Knoblauch gegessen und ist nie krank geworden.
war mein Lieblingsessen auch schon immer Knoblauchbrot. Dadurch bleibt mein Körper immer in Topform. Dieses Geheimnis musst du mit ins Grab nehmen. Ja, Setup-Geheimnis. Schon geht's hier weiter. Ja, das finde ich immer richtig brutal. Auf Friedhöfen ist dann diese die Kindergräber. Oh Gott. Viel zu früh sterben. Vielleicht können wir mit Weizenmehl was draus machen. Mit Brot selbst können wir nicht weiterverarbeiten. Aus irgendeinem Grund. Gut, dann kochte mal schön. Da waren wir noch zu dritt. Zu zweit. Zwei Gäste am Boot. Gut.